Hallo und willkommen zurück zu Rift. Ich glaube, dieses Wochenende wird mein Rift-Wochenende. Ich habe irgendwie nicht wirklich was anderes gespielt, außer ein bisschen Tomb Raider. Und der ist auch noch nicht fertig. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Müssen ja jetzt die Hologrammkerne einsammeln. Müssen wir noch was machen? Ich gehe wieder hier mit dich lang, weil es kann ja sein, dass ein paar Artefakte gespawnt sind. Das weiß man ja nicht. Das letzte Mal hatten wir ja auch Glück. Aber das ist ein Luftriss. Komm, wir machen den letzten Luftriss. Dann haben wir diese Quest nämlich auch endlich fertig. Vier Legionen Mechaniker. Okay, kriegen wir hin. Au. Au, 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 au. Ich habe mir wehgetan. nein, den nicht, sondern hier so ein Legion-Mechaniker. Oh, ich hatte auch. Nee, nicht, da saß ich morgens noch da. Ich hab morgens so meine Routine, dass ich mich auch. Also, dass ich aufstehe, Rechner anmache. Katzenfütter, mich dann noch kurz in den Rechner setze, die Videos veröffentliche und so. Und ja, habe ich mir halt nicht bei gedacht, sitzt da so rum. Und meine Katze hatte die tolle Idee, die klettert immer an einem meiner Bettpfosten hoch. Klettert diesen Pfosten nur halb hoch, springt mir in den Rücken mit ausgefahrenen Krallen. Und ich dachte, jetzt ist Zappenduster. Es hat so weh getan. Natürlich auch blutig und alles, weil ich meine, so eine Katze hat nun mal ordentlich Krallen. Und die Katze guckt mich so total doof an, so, was ist denn? Weißt du, war doch nix. Wie guckst du denn gerade so? Ich dachte so, ey, haue? Weil ich hau meine Katze nicht, aber ich war in dem Moment war ich echt pissig, weil das hat unglaublich wehgetan. Jetzt guckt sie mich wieder so an, so, was willst du eigentlich? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, was regst dich eigentlich so auf? Ja. Ich sag nüscht. Böse Mietje. Ja, du. Ach cool, wir müssen so Stäbchen kaputt machen. Die Stäbchen wehren sich nämlich nicht. Und der kämpft mit dem, das ist auch sehr schön. Wenn wir Glück haben, stirbt er davon. Nee, eher der erwachte Jäger stirbt. Naja, egal. Dann können wir uns immerhin frei bewegen, ohne irgendwas zu adden. Ist auch in Ordnung. Und du so ein braver Stab und lass mich in Frieden.
Oh, die muss ich auch töten? Okay. Kriegen wir auch hin. Schups. Hat der super geklappt. Naja, was soll's. Wo ist eigentlich dieses tolle Schild, das da versprochen wurde? Ich meine, ich habe noch keins bemerkt. Und irgendwie, ich weiß nicht, also, irgendwie ist bei jedem außer mir anscheinend die Uhr kaputt. Ich wurde gefragt, ob wir zusammen was spielen. Was halt so, nur im Koop-Modus geht. Habe ich gesagt, klar. Ich brauche aber noch 10 Minuten. Gut. Bin losgegangen. Hab noch das Katzenklo sauber gemacht. Und war dann 11 Minuten später da. 3 Minuten vorher wurde mir geschrieben, ja, ich muss 30 Minuten weg. Das war vor 2 Stunden. Weiß ich nicht. Haben die alle irgendwie eine andere Zeitrechnung als ich oder so? Keine Ahnung, ist mir vor oft passiert. Oder einer, ja, ich bin nur kurz durch und 2 Stunden später sind wir da. Ich denke mir, habe ich was verpasst? Irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwas mache ich falsch. Vielleicht ist es wirklich meine Uhr, die nicht richtig geht. Naja, was soll's. Ich lächle und winke. Macht derweil diesen tollen Riss zu Ende. Weil das dürfte ja dann unser letzter sein. Und damit haben wir diese tolle Quest auch endlich abgeschlossen. Hier diese. Ich meine, wir kriegen jetzt nicht unglaublich viel, aber ist mehr als nichts, ne? Na so, Pet, dann tank mal. Gucken, wie lange du brauchst, um mir das Ding abzuspotten. Ah, Mensch. Nur ein Drittel des Lebens. Ist ja quasi fix. Vielleicht sollte ich langsamer machen, damit ich das nicht innerhalb dieser 3 Minuten schaffe. Damit ich danach keine neue Phase habe. Das wäre natürlich eine Idee, ne? Ah, das kennen wir, das hatten wir schon mal. Warum greift uns der da eigentlich nicht an? Warum ist der hier noch nicht ganz kaputt? Legion-Assassine. Ach! Wir brauchen die gar nicht. Wir müssen nur die Dinger hier kaputt machen. Und dann machen wir das. Ich töte doch nichts, was ich nicht töten muss. Du bist ja lustig. Und nochmal. Das ist ja eine einfache Quest. Ich meine, ja, okay, ich sollte mein Pet heilen.
Knochen noch so einen Trümmer einsammeln. Oh, das war's. Ansonsten, ich meine, das war ja einfach. Da kommt so ein grünes Dingsbums. Wehe, die greifen mich an, Alter. So weit kommt's noch. Pet, wir sind schon in einer ganz anderen Phase. Warum kämpfst du denn immer noch mit denen aus der letzten? Du bist schon ziemlich langsam, weißt du das? Heil mich auch noch. Dann mich heilen. Bin ja gespannt, ob wir dafür jetzt irgendwas Tolles kriegen. Weil wir ja dieses Bonusdingens auch geschafft haben. Wow. Wir könnten ein bisschen Heilung vertragen. Okay, Riss geschlossen. Die botten hoffentlich weiter. So, damit haben wir diese Quest ebenfalls abgeschlossen. Und gehen hier die Wachhunde nochmal hauen. Die gibt's bestimmt auch überall, aber... wir nehmen die Quest einfach mal mit. Schaden kann es ja nicht. Was ist das denn? So, das ist zurückkehren. Na gut, dann gehen wir. Weil ich bezweifle, dass es die nur... ja, die gibt es auch da drüben. Deswegen, und da müssen wir eh hin. Also gehen wir jetzt schön brav hier wieder in die Gasse rein. Und suchen nach Artefakten. Vielleicht habe ich jetzt Pech und die Artefakte sind genau oben, aber... pff. Ich meine, letztlich... ist ja egal, ne? Die brauche ich nicht. Und hier ist eine wiederholbare. Na, erzähl mal. Salvarola hat den großen Schutzwall niedergerissen. Alle Brivanna werden aufgefordert, im Schutz ihrer Häuser zu bleiben und Ruhe zu bewahren. Falls erforderlich, werden Informationen zu den euch zugewiesenen Bunkern folgen. Ach Mist, ich habe vergessen, mir was Neues zu trinken zu holen. Das ist natürlich Käse. Weil ich muss zwischendurch trinken, das ist... also wer selber keine Let's Plays macht oder sonst irgendeine Tätigkeit, die viel Reden beinhaltet, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell man da austrocknet. Also das ist wirklich richtig heftig, was man da an Flüssigkeit braucht für das Ganze.